der Soester Innenstadt war am Sonntag einiges los. Neben dem Soester Stadtlauf und dem verkehrsoffenen Sonntag fand auch der deutsch-holländische Stoff- und Tuchmarkt statt. Händler aus nah und fern trafen auf viele Interessierte und Kaufwillige. Börde TV war mit dabei. Den kann man dann bestimmt auch online sehen, ne? Was ist das Besondere an Ihren Stoffen? Dass sie sehr schön sind. Schöner dan die alle Konkurrenten. Ik heb 100% Wolle. Dat is de schönste Stoff, vind ik zelfs. Maar het is een Naturprodukt. Daarom is het zo schön. Het had ook immer die schönste Farbe. Wenn du Naturprodukt hast, hast du immer die schönste Farbe, die sprechende Farbe hast du dann. Het is de eerste Mal in Soest. En het gaat sehr goed, muss ik sagen. Sehr gute Markt. Viele Leute. Viele. Und Leute. Wenn ich das so sagen wolle, mit Geld, die kaufen auch Waren, die schön sind. Wie lange machen Sie das schon? 30, 35 Jahre. Was ist das Besondere an Ihren Tüchern? Ich kein Händler bin, dass das alles aus einem Stofftick herausrührt. Wie läuft der Markt hier bis jetzt für Sie? Ja, für mich nicht so gut, weil ich alleine die Standgebühr aufbringen muss und das ist sehr teuer. Also die habe ich noch nicht raus. Ach, ich mache das seit 1992. Das ist schon eine kleine Ewigkeit. Und ich muss sagen, das ist zu meinem schönsten Hobby geworden. Und das Schöne ist, wenn ich dann so in die Augen der Zuschauer gucken kann, wie in ihre jetzt, da kommt was rüber. Ja, der Blitz. Und meine Blitze wahrscheinlich zurück. Das ist eben das Schöne daran. Und wenn es jetzt noch eine Dame wäre, wäre es vielleicht noch...